Herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Verleihung des IHK Bildungspreises. Wir sind 300 Prüferinnen und Prüfer, die ehrenamtlich ja sich für die IHK-Organisation engagieren. Wir haben über 100 Unternehmen, die sich beworben haben, aus denen dann eine Jury 12 aussuchen musste und wo wir heute im Rahmen eines Live-Votings 4 Preisträger ermitteln. Das sind übrigens hier keine Attrappen. Es gab mal eine Sendung im deutschen Fernsehen, da waren diese Voting-Geräte Attrappen. Ich sage nicht welche, aber Stefan Raab hat sie moderiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Abend ist deshalb so besonders, weil er Energie freisetzt mit guten Nachrichten, die Sie im wahrsten Sinne des Wortes produziert haben. Denn nach den Modellen, die Sie in Ihren Betrieben vorleben, können sich andere richten. Mit dem Bildungspreis spornen wir uns auch gegenseitig weiter an, unsere Spitzenstellung in der beruflichen Bildung zu behaupten. Je nach individuellen Talenten und Interessen ist für einen vielleicht das Studium der richtige Weg und für den anderen die Ausbildung. Beide Wege können am Ende zu einem guten Arbeitsplatz und zu einer sicheren Zukunft führen. Voten Sie bitte jetzt. E-Solutions, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten die Idee, da wir ein Automatisierungsunternehmen sind, eine Robotik AG zu gründen. Und unser Projekt, was es so einzigartig macht, ist, dass wir von der CAD-Zeichnung über den 3D-Druck, den Zusammenbauen der Komponenten bis zum Programmieren in einer freien Programmiersprache die Kreativität von Jugendlichen, Schülern und so fördern. Und natürlich auch klar der Benefit, dass man auch Nachwuchs dafür gewinnt, dass man das Interesse an der Firma weckt. Und ja, als kleine Firma, klein mittelständige Firma mit 50 Mann, muss man also gut die Werbetrommel rühren. Und das haben wir eben auch damit gemacht. Dass Sie es trotz Sturmtief Sabine hierhin geschafft haben, ist an sich schon mal eine Leistung, meine Damen und Herren. Wir kommen zu den mittelgroßen Unternehmen. Tatsächlich sind die Kolleginnen und Kollegen von Nels Parkhotel die einzigen, die es Sabine bedingt nicht hingeschafft haben heute. Das ist kein Witz. Aber wir haben jemanden, der den Preis entgegennimmt. Das ist wirklich eine herausragende Leistung, die das Unternehmen vollbracht hat. Mit dem Ausbildungsprogramm Move Up ist es ihnen gelungen, die Bewerberzahl zu versechsfachen. Das Nels Parkhotel Trier hat aber eine Vorbildfunktion in der Region Trier übernommen, wenn es um das Azubi-Marketing geht. Ganz klarer Sieg für BTC. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind ein großer IT-Dienstleister. Wir haben sehr viele Auszubildende, die eine Beeinträchtigung haben. Und dafür sind wir heute ausgezeichnet worden. Wir haben tatsächlich einen sehr großen Geldbetrag zur Spende gewonnen, wo wir uns total darüber freuen. Wir möchten unsere Auszubildenden entscheiden lassen. Die sollen Vorschläge einreichen und davon werden wir dann das Geld dorthin spenden. Wer holt sich den Sonderpreis des Bildungspreises 2020? Es ist HD Schunk. Herzlichen Glückwunsch. Wir arbeiten mit sehr vielen Menschen mit Behinderung zusammen, weil wir finden, dass es eine inklusive Arbeitsgesellschaft, dass das wichtig für die Gemeinschaft ist und dass das einen sehr großen Beitrag für die Allgemeinheit leistet. Wir fühlen uns super. Vielen Dank für die Wahl und wir sind immer noch überwältigt von dem. Es bestätigt uns darin, einfach, dass es richtig ist, was wir tun, dass es wichtig ist, was wir tun, dass wir da einen Beitrag auch schaffen können für eine inklusive Arbeitswelt.